Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Barney Elo und im letzten Video ging es um dieses schicke Teil hier. Eine Drohne zu kaufen ist heutzutage kein Problem mehr, aber was man dann noch beachten sollte, das erfährst du nach dem Intro. Feuer frei! Diesen Papierstapel habe ich hier vor mir liegen und das Ganze hat etwas mit dieser Drohne zu tun. Deswegen habe ich das immer in meinem Koffer dabei. Das sind so Sachen wie eine Aufstiegsgenehmigung, wie eine Versicherung und da solltet ihr wirklich drauf achten. Also eine Drohne zu kaufen, wie gesagt, ist heute kein Problem mehr. Geht man in irgendeinen Elektrofachladen und kauft sie sich oder bestellt sie sich online oder wie auch immer. Also das ist alles kein Ding. Aber es gibt halt doch ein paar rechtliche Sachen, die man beachten sollte, wenn man mit so einer Drohne unterwegs sein will. Zum Ersten geht es darum, bei einer Drohne um eine Aufstiegsgenehmigung. Wo darf ich fliegen? Wie darf ich fliegen? Wie blablabla. Das ist ja immer so ein Thema. Haben sich auch schon viele Leute damit auseinandergesetzt. Aufstiegsgenehmigung habe ich in Baden-Württemberg. Für die kommerzielle Nutzung ist das mittlerweile so. Da schickt man denn einmal eine... So ein Formular, das füllt man aus, das schickt man denen, da muss man dann seine Angaben machen, wo man wohnt, was das für ein Modell ist, die Versicherung etc. pp. Und dann hat man eine allgemeine Aufstiegsgenehmigung für Baden-Württemberg. Also je nachdem, wo ihr herkommt, schaut da nochmal danach. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern tatsächlich aussieht. Für die private Nutzung ist es ja ein bisschen gelockert. Ja, da braucht man nicht zwingend eine Aufstiegsgenehmigung und sollte sich dennoch an die Spielregeln halten. Und bitte, Leute, macht das auch. Ja, weil eben viele Leute damit einen Scheiß bauen. Und es wäre cool, wenn ihr da halt ein bisschen drauf achtet, dass die Drohnen Leute nicht so ein schlechtes Ansehen haben, die Drohnenbesitzer. Ja, weil sonst haben wir irgendwann vielleicht alle gar keinen Spaß mehr dran, weil dann die Gesetze verschärft werden und werden ja schon immer wieder verschärft, aber es liegt halt dran, weil sich die Leute nicht an die Spielregeln halten. Und dazu kommen wir jetzt. Ich habe hier nämlich zu meiner allgemeinen Aufstiegsgenehmigung hier, die heißt irgendwie so Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Stuttgart, bla bla bla. Ist ein langer Wisch. Da stehen dann zum Beispiel auch so Sachen drin, was ich tatsächlich machen darf. Also ich habe zwar eine allgemeine Aufstiegsgenehmigung, aber das heißt jetzt nicht, dass ich da überall rumfliegen darf. Also da gibt es so ein paar Orte, wie zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen, was ja selbstverständlich sein sollte, oder über Militärstützpunkten oder Unfallorten oder solchen Sachen. Wo wir es gerade von Unfallorten haben. Also gibt es eben so ein paar Spielregeln, wo man nicht fliegen darf. Und zum Beispiel auch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nachts darf ich mit dieser Erlaubnis nicht fliegen. Was allerdings auch nicht so wirklich viel Sinn macht, weil die Kamera, ich habe sie auf dem Steady Grip schon mal nachts ausprobiert und sie ist halt nicht wirklich Lowlight geeignet, sage ich mal. Deswegen... ja, es macht nachts nicht tatsächlich nicht wirklich viel Sinn, aber wenn man nachts fliegen will, bitte erkundigt euch dann nochmal separat. Ich habe es bisher noch nie gebraucht, wie gesagt. Allgemeine Aufstiegsgenehmigung. Wenn die für euer Bundesland gilt, holt die euch. Ganz wichtig und wie gesagt, easy. Ja, ihr müsst nicht jedes Mal irgendwie unsicher sein, ob ihr das dürft oder nicht. Spielregeln für die allgemeine Aufstiegsgenehmigung sind dann unter anderem noch ein Flugbuch, ein Hauptflugbuch. Ja, sprich, da schreibt ihr rein, wer ihr seid, wann ihr Start- und Landezeit, wo ihr geflogen seid, für was ihr geflogen seid und so weiter. Also wie ein Fahrtenbuch, das kennen vielleicht einige, nur eben halt für eine Drohne. Das solltet ihr führen, wenn ihr damit unterwegs seid. Ich meine, das ist eine Sache von 2 Minuten und dann habt ihr das Ding ausgefüllt. Sollte jetzt nicht dran hindern zu fliegen, sage ich mal. Dann, ganz wichtig, was oft vergessen wird, eine Versicherung. Erkundigt euch, ruft euren Versicherungsmenschen an, fragt den, hey, wie sieht es eigentlich aus? Bin ich bei Drohnen versichert? Meistens sind die Drohnen nämlich nicht in der Haftpflichtversicherung mit drin. Da braucht ihr eine separate Versicherung. Und da gibt es auch unterschiedliche Staffelungen, irgendwie von 3 Millionen bis 10 Millionen oder irgendwie sowas. Gibt es da verschiedene Staffelungen. Wie gesagt, erkundigt euch da bei euren Versicherungsmenschen.
Menschen. Der kann euch da hundertprozentig weiterhelfen. Ich habe eine, die kostet 80 Euro im Jahr. Also es ist überschaubar, es ist jetzt nicht so mordsmäßig. Aber überlegt euch, stellt euch die Situation vor, ihr fliegt mit eurer Drohne irgendwo rum und ihr müsst ja nicht mal selber dran schuld sein, sondern einfach nur so ein Motor fällt aus, elektrischer Defekt, keine Ahnung. Drohne stürzt ab und fliegt in ein Auto. Ja, so ein Auto kostet dann halt mal ein paar tausend Euro, zehntausende Euro. Das mal geschwind selber zu bringen, macht nicht so viel Spaß. Dann lieber 80 Euro im Jahr und ihr seid da halt abgesichert. Noch viel schlimmer ist es, lasst so eine Drohne in einen Menschen reinstürzen und der Mensch verletzt sich. Da ist echt dann, da hört es dann richtig auf. Und deswegen sind diese Deckungssummen auch so immens hoch. Weil wenn dann die Person wirklich einen bleibenden Schaden davon trägt, dann wird es teuer und das sollte abgedeckt sein. Deswegen erkundigt euch da, macht euch da schlau. Wie gesagt, ihr kauft euch so ein Riesending für, gut, wie gesagt, ich habe die jetzt im letzten Video vorgestellt, das verlinke ich euch mal hier oben in der Infokarte. Die kostet, wie gesagt, nicht mal 800 Euro, aber trotzdem 800 Euro investiert ihr für eine Drohne und nachher habt ihr Mordsschaden. Spart dann nicht an solchen Sachen, sondern erkundigt euch, macht euch schlau, spielt nach den Regeln, baut keinen Scheiß. Das will ich euch ein bisschen ans Herz legen, wie gesagt, Drohne zu haben, heutzutage kein Problem, aber mit der Drohne dann auch nach den Regeln zu spielen. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Das will ich euch bloß ein bisschen ans Herz legen. Aber ich will euch da jetzt nicht zu viel Angst machen, euch eine Drohne zu organisieren. Es ist immer geil, es macht viel Spaß. Von oben sieht irgendwie alles halt nochmal geiler aus. Scheut euch nicht davor, euch eine Drohne zuzulegen, wenn ihr vorhabt, euch eine Drohne zuzulegen. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer irgendwie ein Mehrwert, den man bieten kann. Hier könnt ihr jetzt noch ein anderes Video von mir anschauen und da unten könnt ihr mir ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Barney. Hau rein, ciao!